So, willkommen zu einer neuen Folge Raid am Mittwoch, eine neue Folge Pokémon Go, eigentlich andersrum, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch, es wird immer komplizierter und dann ist auch noch Donnerstag, also wo ich das aufnehme ist noch Mittwoch, wenn ihr das seht ist aber Donnerstag, weil gestern am Mittwoch, wo die Raid Mania war mit Anego, war auch der Community Raid mit Anego zur Begrüßung von Anego, den habe ich nämlich dann direkt am Mittwoch hochgeladen, damit nicht so viel auf einmal kommen, da habe ich das Raid am Mittwoch am Donnerstag rausgehauen. Kennen Leute, die öfters zuschauen, wir haben wieder die Highlights der Woche für euch vorbereitet. Am Ende gibt es den Shopper der Woche und diesmal muss ich nicht sagen, ladet mich heute Abend alle ein zur Raid-Stunde, weil die war ja gestern. Ich hoffe, ihr habt trotzdem eingeladen. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut. Nein, jetzt natürlich die Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Albert Giant. Mit dem bin ich nämlich Glücksfreund geworden, wie so viel in letzter Zeit. Ich weiß nicht warum. Ich mache einen Glückstrade weg, krieg ein, zwei neue am selben Tag. Ich komme nicht hinterher. Die Leute denken, was ist mit dem los? Der ist Glücksfreund, der meldet sich nicht, der tradet nicht. Ich habe euch alle auf dem Schirm, aber ich kann immer nur einen nach dem anderen. So, zu wild für Raider Mittwoch hat uns reingeschickt ein 4-Sterne-Golbat aus Weilderstadt. Jetzt wisst ihr auch den Grund. Dann haben wir Hafer Expression. Vielleicht was für Raider Mittwoch, einen Tag nach Teddy Ursa C-Day bekommen. Zum Glück kann man die Attacke am XXL C-Day erneut bekommen. Ein Staralili aus Köln, 100%, sieht auch gut aus. Dann der Bierschanger. Ob das Ei vom Hannes kam, ist nämlich ein Münchner Shiny Mamfaxo aus dem 7-Kilometer-Ei. Genaya hat ein 100er Schlingking bekommen. Ein erlöstes Mogelbaum, auch jetzt in 100%. 100er Teddy Ursa von Viva la Ramses getauscht. Beim Community Day gefangen, getauscht, 100 geworden, aber kein Glück. So kann es gehen, deswegen tauscht immer Pokémon. Außer ihr wollt keinen Staub verschwenden, dann tauscht die nicht. Ansonsten tauscht, da kommt mal was Gutes bei raus. Shinux. Shinux mit Daniel Schilling in einer Lobby für Raid am Mittwoch. Wehe, du nimmst das nicht mit rein. Danke für die Einladung. Ich gucke immer, wenn ich Platz habe und nur 8 Leute sich eintragen, habe ich ja noch 2 Plätze frei, da lade ich meistens den Daniel Schilling mit ein. Um mal mit dem glücklich zu werden. Mal gucken, was dann passiert, ob der dann nach Hildburghausen fährt und die goldene Meile mit mir macht. Hat sich der Shinux gefreut und dann hat der Hannes auch einen Screen gepostet, wegen dem ich durfte mit Ramses raiden. Hey, also der eine freut sich über Schilling, der andere freut sich über Ramses. Zu welcher Fraktion gehört ihr? Freut ihr euch, wenn ihr den Schilling in der Lobby seht? Freut ihr euch, wenn ihr den Ramses in der Lobby seht? Das ist jetzt hier kein Wettbewerb. Es interessiert mich nur mal so persönlich. Genauso wie dieses Kikugi, Shiny, Libera Forret, Shiny Kikugi mitgenommen. Libera Forret, Shiny Mamfaxo mitgenommen. Shiny Kryptozubiris mitgenommen. Sogar 2 verschiedene. 15 Angriff und einmal in schlecht. Dann Jena nochmal, hier der Beweis. Das 100er von Shiny Hand. Hat sogar auf dem kleinen 100er bekommen. Ich habe keins, aber ich glaube, ich habe mittlerweile sogar die XL-Bonbons voll. Also 296, um 1 auf 50 zu ziehen. Obwohl ich gar nicht viel geradet habe. Irgendwie bekommt man gefühlt viel mehr. Vor allem, wenn man Mega-Level Stufe 3 anhat und den Typ boostet und dann mehr Bonbons bekommt. Finde ich richtig gut. Muss man weniger raiden, wenn man Bonbons für einen 100er sammelt. Itch2Domo auch Glücksfreund geworden mit mir. Dann Obitushiha. Obitushisha. Der Marcel auf jeden Fall. Der hat es wieder mal geschafft, Legend zu werden. Glückwunsch dafür. War ich noch nie. Bei 21 ist bei mir Schluss. 24 gehe ich nicht. Das ist mir viel zu alt. Dann aber hier nochmal, sehr genial, Henry Hefford, 100er Glückstektas im Tausch bekommen, mit Dolepi gestern auch noch glücklich geworden. Dann Pokehunter für Raider Mittwoch, Shiny, Knofensa, Pandimos, Nubbulpipi, schön übersichtlich. Luigi Sarada, 100er Reislaus und Shiny Bidizza. Dann ein Aluhut, schickt uns auch Shiny Krypto Zubiris, Shiny Labras, Shiny Lampi, Shiny Habitak, Shiny Burmi, 100er Makuhita, 100er Katadonis, Shiny Flecknoil, 100er Grillmark, Shiny Vulpix, Shiny Dicta, Shiny Magnetilo, Shiny Baldorfisch, sag mal, das ist hier der zweite Selal oder was, so viel wie der da fängt, 100er Imantis, 100er Stravickel, 100er Megani, in der Wildnis gefangen, direkt als Endentwicklung, richtig genial.
Scheinin Kader, Koselinchen mit dem 100er Pandimos. Dann war Koselinchen, ich habe ja letztens einen Aufruf gemacht, dass ich jemanden suche, der einen Galalavados hat und mit mir auf Glücksfreunde gehen möchte, um Mirror Trade zu machen. Wer schon Glücksfreund ist und eins hat, soll sich melden. Wer eins hat und kein Glücksfreund ist, soll sich melden, um glücklich zu werden. Oder wer Glücksfreund ist und in Zukunft eins bekommt, soll sich melden. Koselinchen, ich habe eh einen Skip her, zack. Haben wir gemacht, haben wir getauscht, ist lucky geworden, bei ihr eigentlich sogar recht gut. Ein 96er, meins nicht ganz so gut, aber jetzt habe ich alle drei. So. Jenna nochmal, Natu, Vulpix, alles shiny, Dicta, Samutzel, 100%. Sarina, 100% Krypto, Trasla und Weilmar, 100% Pionskora und Lanturn. Und dann Shiny Krypto zu Beerus und Flunkiva. Ich habe mir gestern Abend sehr viel Mühe gegeben, das abzuscreenen und habe immer nur den ganzen Block mit Eimer gemacht. Man muss jetzt alles einzeln raushöhlen. Andy for Back. Ja. Vor als 4 geschrieben und dann Back, B-A-C-K, Andy for Back. Andy is back, Andy for Back. Gab es ja auch Rüge. Sprech gefälligst meinen Namen in Englisch aus, Bruder. Ne, nicht Andy, sondern Andy Forback. Und deswegen sage ich jetzt Forback, weil das ist jetzt bei mir alles Englisch. Contact hinzufügen. So, der hat jetzt hier einen 100er Grandbull, 100er Kikli, alles aus Güstrow. Grüße an Bierschanga an der Stelle. Sören, kann man so mitnehmen. Glücksslimer, das hätte ich eigentlich gar nicht mit reingenommen, weil wer tauscht sich denn schon Shinies und dann auch noch Lucky? Das ist ja richtiger Rotz. Außer es wäre ein 100er, dann wäre es wieder was okay. Kaiser Kai, der hat übrigens heute Geburtstag am Dienstag, Mittwoch. Warte mal kurz. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Kaiser Kai. Happy Birthday to you. Nur ein kleines Ständchen nachträglich für dich, auch wenn heute Donnerstag ist und du gestern hattest. Aber bei mir heute hast du ja hier, weil hier ist ja gerade Mittwoch. Das Glück meiner Schwester kennt zurzeit kein Ende. Shiny Wuffels im ersten Encounter. War das ein Raid und im ersten Raid Shiny bekommen? Oder war das ein Ei und im ersten Ei Shiny bekommen? Wuffels kann übrigens auch aus dem Abenteuerrauch kommen, was auf jeden Fall sehr genial ist, genauso wie Psyau und anderer Mist. Dann haben wir hier Makuhita, Shiny bei Kaiser Kai. Timo Rüger, Kleobata, Shiny. Hab ich nicht, ich hab die Singapur Safari, ich hab ein Ticket gehabt, hab's verschlafen, hab's komplett verpasst. Deswegen selber schuld, aber manche aus der Community haben ja ein paar Kleobatas, Klosteine mitgenommen, da wird man sich schon einig. Daniel Love zeigt uns hier seine drei Krypto Mewtwo und warum? Der wollte zeigen, dass alle drei 15 Angriff haben und das fand er schon richtig stark. Das hat zwar nur 2 Sterne, aber 15 Angriff, das hat auch 15 Angriff und auch das hat 15 Angriff. Datum 31.10.20, 19.11.22 und 26.07.20. Klagenfurt am Wörthersee, Kärnten. Kennt ihr den Kärntner? Dann haben wir hier bei Anna Rotten Roxy, das ist eigentlich der Schocker der Woche, oder? 100% Glücks Pikachu, leider kein Shiny, sieht aber richtig gut aus mit den Ballons, ne? Dann haben wir Selal, haltet euch fest. Selal hat 50 Bilder geschickt, so wenig gab es noch nie. Außer die 3 Wochen, wo er gar kein Bild geschickt hat. Und unter den 50 Bildern gab es nur ein einziges Pokémon-Bild von Selal. Der lässt nach. Nee, es gab 2, glaube ich. Und zwar einmal das, dass ihr dieses Seemon nur zu Zebra King entwickeln könnt, wenn ihr 1000 Drachenhäute habt. Finde ich sehr gut. Dann ein Bild. Falls Sie nicht wissen, was der Unterschied zwischen einem Alligator und einem Krokodil ist, das Krokodil ist direkt neben dem Alligator. Verstehen Sie? Wir haben doch keine Zeit. Ja, was ist der Alligator, was ist das Krokodil? Der Alligator ist der mit der langen Nase, das Krokodil mit der breiten Fresse oder ist es andersrum? Selal hat doch 2 Bilder, nämlich das und das Shiny Knilz. Jetzt aber schon Elke mit einem 100% Kanimani. Dann Heiko, das ist jetzt auch der Schocker der Woche. Guckt ihr das an, 100%. Glücks-Shiny Corazon. Richtig stark. Das muss ins Thumbnail rein. Das ist auf jeden Fall richtig brutal. Dann Benjamin. Ui, zum ersten Mal erreicht. Veteran. Das ist, geh weg. So. Dann Benjamin. Kikli 98.
Warum screen ich sowas überhaupt ab? Ne? Da fehlt doch noch, ne? Vielleicht kann man ja irgendwann mal IV verbessern und er kann einfach durch Training mit dem Pokémon ein 100er draus machen. Dann ist wieder genial. Deswegen hebt immer die IV-Besten auf. Vielleicht könnt ihr die ja irgendwann nochmal verbessern. Man weiß es nicht, was die noch alles planen. Dann Thomas Speck zeigt uns, Kampf gegen Daniel Schilling gewonnen. Hat ihn einfach abgezogen, richtig brutal. So, Cumulus, Adomas Sun, oder wie wir aus dem Gera-Vlog wissen, Adomas Sau, ne? Wurde ja liebevoll getauft. Adomas Sun aus dem Zehnerei gebrütet, Shiny Galapagos, habe ich auch nicht, fehlt mir. Cumulus aus dem Fünferei gebrütet, 100er Magby, Lenzard mit einem 100er Felilu, so ein ganz zartes Kätzchen, guckt euch das an. Lenzard, Schlinking Solo mit 45 Sekunden. Da ist aber noch Energie drauf, Lenzard. Also mich kannst du nicht veräppeln hier. Warum stimmt nur 40? Brainy Stendal, GBL Volltreffer, 100er Flecknoil, GBL Hammer, hintereinander, 100er Psyana. Hat auch geschickt, dass sie beide aus der GBL sind, aber ihr glaubt mir das, wenn ich sag, denn Paul verwirrt euch mit einem Ramses. Ramses, der hat letztens schon Ramses auf Tisch dahin geschrieben. Jetzt steht mit Ramses. Guckt dir das an. Wie am Rand vom R und vom A ist so ein kleiner Fettrand, dieser weiße Fettrand, den man so abzieht wie beim Schinken. Sehr genial gemacht. Baloo, 100% Schlinking mit Wetterbrust. Nehmen wir auch gerne mit. Und die Feuerwehrfrau mit einem Shiny Dodo und einem 100er Krebskorps. Das waren die Highlights der Woche. War recht kurz, oder? Jetzt kommen wir noch zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, nicht vom Daniel Schilling, weil der verliert ja in der Meisterliga gegen Thomas Speck. Von, so, guck jetzt mal hier die Screenshots von Julchen wegmachen. Von, wer war es überhaupt? Chill Boris. Wir haben schon öfters mal Shinies gehabt und 100er und 100er Shinies und 100er Glücksshinies und sonst was. Sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Sowas gab es noch nie. Das ist ein Glurak. Ihr wisst, man kann Krypto-Pokémon nicht tauschen. Krypto-Pokémon kannst du nicht tauschen. Hier einfach ein Bild von einem Glücks-Shiny. Ist ja auch noch Shiny dazu. Ein Glücks-Shiny-Krypto-Glurak. Und wie er das gemacht hat, das schreibt er mal in die Kommentare. Oder ihr könnt rätseln oder sagen, ob ihr das auch habt. Ansonsten war es das schon wieder von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Donnerstagabend wahrscheinlich wieder Seven vs. Wild gucken, reagieren. Ich hoffe, das ist irgendwann mal aus, damit wir zum normalen Programm zurückkehren können. Freitag, Samstag bin ich nicht da. Sonntag wohl Raids für Zuschauer mit Thomas und Wunschraids. Also egal, was ihr gerade braucht, kommt rein am Sonntag, 11 Uhr. Und ab 15 oder 16 Uhr mache ich dann selber meine 5 Pässe weg, unterwegs im Stream. Seid ihr dabei und helft mir, weil alleine kriege ich auch nichts geschissen. So. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.